Ja, hallo, in diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr die internationale Version von Wolfenstein Youngblood, also die englische ungeschnittene Fassung, mit der deutschen Sprache ausstatten könnt. Ja, dafür ist ein Patch nötig, zwei Dateien aus der deutschen Fassung entnommen, leicht abgeändert, die ihr in euer Spiel einfügen müsst, um so die deutsche Sprache zu erhalten. Ich habe gesehen, es gibt bereits Patches, aber da ist eben mein Problem und auch warum ich dieses Video mache, weil dort einfach 2-3 GB zum Runterladen sind, was absolut unnötig ist. Anders sieht es natürlich aus, wenn ihr die deutsche Version patchen wollt, mit Hakenkreuzen und alles. Aber in der internationalen ist die deutsche Sprache bereits vorhanden und dieser Patch hat die Größe, weil auch die deutschen Sprachdateien mit übernommen werden. Die brauchen wir aber gar nicht, die hat das Spiel. Vielleicht habt ihr das sogar schon gesehen. Ich zeige euch das gleich an Bildern. Ich blende es jetzt hier mal ein. Wir sehen, die deutschen Sprachdateien sind vorhanden. Es fehlen lediglich Dateien, zwei Dateien im Grunde, die es verhindern, dass wir die Sprache benutzen können. Einmal die German Pack Datei, ihr seht das auch von den anderen Sprachen, aber die fehlt in der internationalen Version, die ist natürlich in der deutschen vorhanden. Genau, und hier sehen wir die German Pack Datei, die ihr runterladen könnt und wie sie auch in der deutschen Fassung ist. Wir haben bereits in dem anderen Bild gesehen, hier nochmal die eigentlichen Sprachdateien, also diese Patch 1, Patch 2, German Packs. Das sind die eigentlichen Sprachdateien, die eigentlichen Audiodateien. Die einzige Sache, die wir hier runterladen müssen, ist wirklich nur diese eine German Pack Datei. Es wird so eine Art Register sein, nehme ich an, wo einfach die Sprachdateien aufgelistet sind. Aber um auf diese zugreifen zu können, müssen wir eben diese German Pack Datei haben. Darüber hinaus gibt es noch die Bild-CFG Datei. Die bestimmt quasi, welche Sprache und welche Optionen mit welchen Optionen das Spiel starten soll. Wir sehen hier einmal eingeblendet die originale internationale. Wir sehen Rating Version 0, Languages und dort ganz viele Sprachen, aber Deutsch ist nicht dabei. Rating Version ist auf 0, das bedeutet international. In der deutschen Fassung, das sehen wir jetzt, ist dies auf 1. Darunter steht bei den Languages nur German und bedeutet eben, Rating Version bedeutet jetzt die deutschen Texturen und die Sprache eben auch nur Deutsch. Hier ist jetzt die modifizierte Bild-CFG zu sehen, die in dem ZIP-Archiv ist, was ihr in der Beschreibung downloaden könnt, wo der komplette Sprachpatch eben enthalten ist. Dort sehen wir Rating Version 0, also wir haben tatsächlich noch die internationalen Texturen, aber die Sprache ist jetzt auf Deutsch, zusammen mit der German Pack Datei habt ihr jetzt die deutsche Sprachausgabe. Ihr habt den deutschen Ton und ihr habt eben die deutschen Cutscenes und die deutschen die Overlay-Sprache, also das Deutsche hat die deutschen, der deutsche Text einfach. Ja, dann kommen wir jetzt mal zu der angesprochenen ZIP-Datei, also der eigentliche Patch mit dem Link in der Beschreibung. Genau, das habe ich selber zusammengestellt, wie gesagt, aus den deutschen Dateien, aus der deutschen Edition des Spiels, ja, genau. Das hier ist die ZIP-Datei, die ihr herunterladen könnt. Wir haben hier einmal den Wolfenstein Youngblood-Ordner, also einfach das Strukturenverzeichnis mit den zwei Dateien. Das einfach so in euren Steam-Ordner, also da, wo das Spiel installiert ist, in den Steam-App-Ordner. Ihr könnt es natürlich auch öffnen und selber direkt in den Ordner ziehen, wie ihr wollt, aber die Strukturen sind da, ihr müsst nicht die zwei Dateien manuell ersetzen und das suchen. Dann haben wir einmal diesen Bild-CFG-Ordner, da sind einfach Backup halberweise nochmal beide Dateien drin, die deutsche Originale und die internationale, da ja die Bild-CFG in diesem Patch bearbeitet ist, wie ich es gesagt habe, einfach als Sicherung. Wenn ihr es entfernen wollt, müsst ihr dann im Grunde nur die internationale CFG wieder einfügen und die German Patch Datei löschen. So, ja, hier haben wir jetzt einmal das Hauptmenü von Wolfenstein Youngblood in der International Version, auf Englisch, also original ungepatcht. Im Anschluss zeige ich die deutsche, das mache ich jetzt bei allen Clips so. Ich hatte ein Problem zwischendrin, weshalb der zweite Deutschclip auch gekürzt ist. Beim Aufnehmen hat mein Bild immer geflackert, kurz. Das heißt, es ist immer für eine Sekunde rausgetappt und ich werde jetzt auch gleich Cutscenes zeigen. Davon leider nur den Ton, weil das war bei beiden da so.
Genau, jetzt haben wir hier mal die Cutscenes, wie gesagt, leider ohne Bild, da es ein bisschen gestört hat in dem Gameplay nachher nicht mehr. Und hier einmal wieder Englisch. Pick your head up, Jess. Come on now. What is that thing? Bighorn. No idea what it's doing in these parts. So, und jetzt das Ganze nochmal auf Deutsch. Konzentrier dich, Jess, komm schon. Was ist das? Ein Dickhornschaf. Keine Ahnung, was das hier will. Remember, girls, you are the daughters of the man who killed Adolf fucking Hitler. You were born to do this. Target General. Copy that, Abster. So, wie ihr jetzt gehört habt, sprechen die Hauptcharaktere Englisch, aber ihr seht auch, dass die unzensierte Version ist und jetzt zeige ich das Ganze mit dem Patch. Denkt dran, Mädels. Ihr seid die Töchter des Mannes, der dieses Dreckschwein Heiler getötet hat. Das hier ist eure Bestimmung. Euer Ziel, General Winkler, müsste sich im vorderen Teil des Zeppelins aufhalten. Ja, ich habe jetzt gerade gesehen, dass die Gameplay-Aufnahmen leider auch rumgeflackert haben. Keine Ahnung, ich habe das mit dem Video aufgenommen. Aber hier sehen wir jetzt einfach die Ladebildschirme auf Englisch und gleich nochmal auf Deutsch. Und ich habe mich jetzt einfach dazu entschieden, ich lasse es jetzt. Es geht ja eben den Ton. Und wenn ihr nicht eh schon weggeschaltet habt, könnt ihr euch den Ton anhören. Ja, genau, und hier nochmals mit dem Patch auf Deutsch und gleich im Anschluss hört ihr die gleiche Szene nochmal, relativ ähnlich, der auch gleich lang eigentlich. Und ich verabschiede mich dann schon mal. Ciao. Hey, du! Untergehen!